Beispiele vom Ture von Özkül über das Wirkmal und seinem Vater war der Apfel, ja, also sozusagen, dass man einem Apfel ein Wirkmal aufprägt und es sozusagen das Wirkmal auch das Merkmal aussieht. Ich freue mich, hier vortragen zu dürfen. Wir sind ja alle Teil der Moderne, eben hat es so geheißen. Ja? Also wir machen die Moderne oder die Postmoderne und das ist auch der Hintergrund meines Vortrags. Ja? Wie schaffen wir es, dieses Projekt der Moderne oder der Postmoderne weiterzutragen? Und da habe ich mich sehr mit Deleuze-Guattari beschäftigt. Es war auch ein Anliegen der Kuratoren, dass ich darüber sprechen soll und deren antipsychiatrischen Projekte und deren antipsychiatrischen, antipsychoanalytischen Schriften. Es geht erst um Kontexte, dann werde ich was zu den Institutionen sagen, den Kliniken, an denen insbesondere Felix Guattari gearbeitet hat. Ich werde etwas zur Philosophie von Deleuze und Guattari sagen, insbesondere zum Anti-Ödipus, zu bestimmten Begriffen. Ich werde etwas... Aha. Ich muss nach links gehen? Richtig, also gut. Ich hoffe, ich darf das trotzdem dann ein bisschen drehen. Nein, okay, also... Geophilosophie ist der nächste Punkt, ja. Also wie man sich bewegt, wie man steht, an welchem Ort man spricht, an wem, welchem Ort und wie man sich verleiblicht, ist auch für die Aussage von extremer Wichtigkeit. Und wir sind ja hier an einem wichtigen Ort, an einem Kurort, ja, von dem das Leben ausgeht. Und das hat Deleuze, Guattari und deren großes Vorbild Özkül auch beschäftigt. Dazu werde ich im Teil 4 was sagen. Wenn dann Zeit bleibt, nochmal zur Schizoanalyse zurückkehren, dann etwas zu diesem merkwürdigen Titel des Unvermögens der psychischen Erkrankten sagen. Und eventuell, wenn noch Zeit bleibt, habe ich noch zwei kleine Exkurse zur Kunst und zur Liebe im Hintergrund. Wir haben uns sehr mit Donna Haraway beschäftigt. Wir ist, da meine ich immer auch unsere Forschungsgruppe, insbesondere Daniel Fetzener. Ich sage da gleich was zu, ja, zum situierten Sprechen. Ja. Ich glaube, das ist für die Kunst auch sehr wichtig oder für Künstlerhäuser. Wer sind wir und wo sind wir und wofür, wohin, mit wem sprechen wir, wen adressieren wir auch mit unserer Kunst? Herr Röske hat eben vom Ausdruck gesprochen. Ja. Wenn Prinzhorn das als primäre Qualität der Kunst sieht. Also ich bin am Konsildienst und am Ärztehaus im Josefskrankenhaus. Wir machen da ganz viel Abklärung mit psychosomatisch Erkrankten, körperlichen Erkrankten. Welche Ursachen haben möglicherweise unerklärte körperliche Symptome? Wir beraten auch Menschen, die im Krankenhaus sind. Sie sehen vorne das Josefskrankenhaus, dahinter den Herder Verlag, ein etwas antiquiertes Bild. Trotzdem war mir immer wichtig, weil ich Medizin und Philosophie studiert habe, auch die Lehre in der Philosophie, ja, und dort mache ich sehr viel, auch im Bereich Psychosomatik, Leib-Seele-Problematik, Medizinethik und so weiter. Und insbesondere in den letzten Jahren ist mir aber die Verkörperung durch philosophisch-künstlerische Projekte sehr wichtig geworden, die insbesondere unter der künstlerischen Leitung oder in Kooperation mit Daniel Fetzener, Professor für Mediengestaltung und künstlerische Forschung an der Hochschule Offenburg entstehen. Und deshalb nochmal ganz herzlichen Dank an ihn und an die anderen Künstler, die da mitmachen. Bei den Projekten zum Beispiel zum Parasiten, zum Mensch-Tier-Verhältnis BAS 2014, 15 und andere Projekte zuletzt in Zusammenarbeit mit Bruno Latour am Kunstverein Freiburg oder am ZKM in Karlsruhe. Ich erwähne unser letztes Projekt. Wir waren dieses Jahr tatsächlich in der Demokratischen Republik Kongo. Ich sage das deshalb, weil ein großer Teil des Films, das Schlangenritual, den wir gestern gesehen haben, sich ja mit der Situation im Kongo beschäftigt und das war eine richtige Verkörperung und ein Déjà-vu unserer Reise. Und aus diesen Reisen, aus den Projekten, aus dem Installativen heraus
entwickeln wir dann neue Gedanken oder ändert sich auch meine Arbeit mit den Patienten? Ja, hier wird nochmal neu umgeschoben, sehr gut. Alles und ich muss noch weiter nach links. Ah, okay. Also, Sie sehen, wie wichtig die Gegenstände sind. Alexander Kluge hat es gestern gesagt, ja, dass das Licht und die Belichtung macht auch das Foto und nicht nur unsere Einstellung und die Belichtungszeit. Insbesondere ein Projekt, von dem ich vielleicht ein paar Sekündchen einspielen kann, hat mich beschäftigt, weil Luke Wilkins und Cornelia Schwab haben ja den Obertitel oder Untertitel für dieses Seminar gewählt: Selbstgefährdende Forschungen. Muss Kunst immer selbstgefährdend sein? Oder profitiert künstlerisches Leben und Erleben von Gefahr? Ja, ich bin da als Arzt immer auch ein bisschen vorsichtig, weil ich prinzipiell Angst vor Gefahr hat. Also wenn jemand im Gebirge stürzt plötzlich und sich den Mittelfußknochen bricht, ist das ein Problem. Ja? Und dieses Projekt, wir haben da einen Künstler durch Freiburg Anführungszeichen laufen lassen in einer Bubble. Der war verkabelt über ein Smartphone mit einem anderen Künstler, der im Finkenschlag in einer kleinen Kunstarena gesessen hat und Texte von Deleuze rezitiert hat und von Anzieu. Und die waren quasi über Ströme verbunden und der Künstler, der im Finkenschlag sagt, hatte tatsächlich Elektroden dran und durch die Elektroden wurden also seine Worte über die Falte, das war der Text, mit dem wir uns da sehr beschäftigt haben, verzerrt, verändert, neu aufgelegt. Ja, und in diesem Stadtteil, wo das stattgefunden hat, in dem ich seit einem Jahr jetzt auch mit meiner neuen Liebe wohne, ja, war dieser Künstler auch ein Verrückter. Ja? Also was macht der denn da? Ja? Also da ist auch dieses Spannungsfeld, die Verrückten als Künstler, oder sind die Künstler verrückt? Ja? Oder sind die Menschen, die das machen? Oder brauchen wir Verrückungen, um überhaupt präsent auf dieser Welt sein zu können? Ja? Müssen wir uns nicht immer verrückt machen lassen, auch von dem, was zum Beispiel jetzt passiert, klimatisch oder kriegstechnisch oder armutstechnisch. Ja. Das hat uns da sehr beschäftigt. Vielleicht komme ich ja dazu, ein paar Bilder zu zeigen. Bei diesem Projekt sind ganz viele, ich sage es mal, menschlich-anthropologische Grundannahmen eingeflossen, zu denen ich weiter gerne stehe, nämlich, dass wir Menschen ein Bezugswesen sind, dass wir also uns in und mit der Umwelt leben und zu der Umwelt verhalten, aber durch die Umwelt eigentlich unseren eigenen Körper erst generieren. Ja? Also ohne Luft hätten wir keine Lunge, ohne den Boden hätten wir überhaupt keine Propriozeption, keinen Körper. Ja? Also der Körper verschleichtlicht sich in unsere Zellen. Ja? Gleichzeitig können wir dazu auch einen Bezug aufnehmen, die Exzentrizität, die insbesondere Plessner, aber auch alle anderen schönen Versprecher, viele anderen Philosophen beschäftigt hat. Ja? Also dieses Entsetzen, dass wir in einen Abstand zu uns treten können, dass es absurde Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können, und das bestimmt uns ganz tief auch psychologisch und gibt natürlich Anlass auch zu Krisen. Ja. Dann letztes Semester habe ich mich mal wieder intensiv mit Sloterdijk beschäftigt, ja, der diese Idee des fairen Wesens der Immunhüllen hat, dann natürlich auch Anleihen bei Üxküll und anderen Theoretikern macht. Also wir brauchen eine förderliche Umwelt und diese förderliche Umwelt ermöglicht erst unsere Menschwerdung. Ja, das fängt bei der Mutter-Kind- oder Vater-Mutter-Kind-Beziehung an. Ja, und durch Kultur sind wir eigentlich kein Mängelwesen, wie Sloterdijk behauptet, sondern sind immer schon von Luxus und von Möglichkeiten durchstimmt. Wir dürfen nur sozusagen diesen Wurf des Schicksals nicht verscherzen. Ja. Und da sind wir im Anthropozän natürlich sehr gefährdet. Ja, also das Thema Sorge und Verletzlichkeit beschäftigt uns sehr. In der Psychotherapie natürlich insbesondere, weil Menschen mit seelischen Erkrankungen sowieso vulnerabler sind und auf die Gefährdungen der Weltlage natürlich auch dann doppelt über Parallelprozesse psychosomatisch reagieren. Ja, wenn es draußen chaotisch ist, wie soll das dann in meinem Inneren super geordnet aussehen? Ja. In welcher Zeit leben wir eigentlich? Jetzt komme ich zum ersten Text schon von Deleuze über Foucault. Ja, der unterscheidet eigentlich drei Zeiten. Ja, die Gotteszeit, in der die Gottesform dominant war, dann die Menschenzeit, in der die Menschenform dominant war, also wo Leben, Arbeit, Sprache als Erzeugnisse des Menschen, der menschlichen Kultur Schutzhüllen bilden oder Verkörperungsformen, in denen wir uns wiedererkennen und
die wir dann institutionell gestalten und wo unsere menschliche Tätigkeit wieder auf uns zurückkommt. Ja? Er sagt aber, Deleuze, dass wir auch am Anbruch einer neuen Zeit stehen. Ja, der Übermensch nennt er das in Anschluss an den Kollegen Nietzsche, der ja hier um die Ecke gewohnt hat. Ja? Also das Ende dieser klassischen Menschenformen, ja, er spricht Deleuze da in Anschluss an auch Foucault, an die neuen Kräfte des Außen, das Gehirn, das ist insbesondere die Psychosomatik, ja, die Verkörperungsformen, Extended Mind, das Silizium und das künftige Volk. Wir brauchen also eine neue Gemeinschaftlichkeit, einen erweiterten Kunst- oder Menschenbegriff, sozusagen, der reagiert auf die neuen Anforderungen unserer Jetztzeit. Ja. Guattari spricht von einem neuen ethisch-ästhetischen Paradigma in dem Text »Drei Ökologien«, ja, wo quasi Subjekte, also die Einzelwesen, die Gesellschaft, aber insbesondere der Bezug zur Erde neu gelebt werden will. Und da sind wir schon. Ja, Sie haben ja, Frau Aus-dem-Moor, sehr stark gezeigt, wie sehr die Stipendiaten zum Beispiel in Schloss Solitude oder hier in der Fundation auf diese Fragen fast körperlich reagieren. Ja? Wenn sie nicht schon traumatisiert sind, dadurch an die Grenze auf ihrer psychischen Belastungsfähigkeit kommen, daraus manchmal auch Kunst schöpfen, aber manchmal gelingt es eben auch nicht. Ja? Und dann haben wir wie immer unsere eigenen menschlichen Schicksale zu bewältigen. Ja, wie ist denn alles da entstanden bei Deleuze, Guattari? Ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Das Nicht-Philosophische ist vielleicht tiefer im Zentrum als die Philosophie selber. Ja. Ein für mich ganz zentraler Satz als Arzt sowieso, ja, oder als Ex-Marxist auch. Ja. Also die Materie, die Lebensbedingungen, die fordern die Philosophie heraus. Ja, Deleuze spricht einmal sogar von Misosophie, ja, das Negative, das Schwierige. Da ist eine Weisheit drin. Das bringt uns weiter unter Umständen. Und ich nehme den Satz, den die Kuratorinnen aufgenommen haben ins Programm. Ja, Virginia Woolf sagt, dass es in Gegenden im menschlichen Herzen gibt, in denen die erst der Schmerz eintreten muss, damit sie existieren. Gegenden, von denen Zizek sagt, dass uns aus ihnen Freiheit zuwachsen könne. Und zwar nur aus ihnen. Ja? Das ist ein bisschen hoch gepokert. Die das da reingeschrieben haben ins Programm, wissen das. Natürlich ist Schmerz, Endlichkeit und so weiter eine große Quelle auch für Krisen und unter Umständen auch für schöpferische Kreativität. Aber natürlich ist auch Gelingen und Glück eine wesentliche Quelle von Kreativität. Also wenn Sie diese tolle Performance heute Morgen gesehen haben, würde ich sagen, dass das entsteht eher aus einem Gelingen der Interaktion zwischen Stimme, Körper und dem Raum und unter Umständen uns. Ja, also vergessen Sie das Gelingen nicht, ja, und vergessen Sie das Wasser nicht. Das war ja die Diskussion, dass das Schlangenritual natürlich aufgrund einer Wasserarmut entsteht. Ja, und wir leben ja hier im Anthropozän auch in einer drohenden Wasserarmut schon. Und drohend sage ich nur, weil wir sie hier noch nicht haben, aber in vielen Weltgegenden ist sie schon Realität. Ja, ich überspringe manches. Ja, jedes Denken beginnt immer gezwungen und genötigt. Ja, das Denken ist nicht ohne irgendetwas, das es zum Denken zwingt, das dem Denken Gewalt antut. Wichtiger als der Gedanke ist das, was es zu denken gibt. Ja, als Mediziner bin ich sowieso ein bisschen schnöselig und schusselig. Ja, die Präzision, die oft in der Philosophie oder in der Kunst wichtig ist, ist nicht meine allerstärkste Seite, aber ich bin mehr flächig unterwegs. Ja. Und Deleuze, Guattari, denen geht es um ein Werden mit, um ein Devenir. Und da haben sie im Französischen auch dieses schöne Werden, aber auch die Zukunft, ja, oder auch wohin man geht. Ja. Und da ist dieses Problem des Ortes, aber auch der Mission. Haben wir nicht irgendeine Art Auftrag heute, die aber auch unser Herzenswunsch ist, ja, oder der Herzenswunsch werden könnte. Ja, so habe ich Ihre Frage auch ein bisschen verstanden gestern. Ja, sozusagen, wenn wir so viel Leid und so viel Kultur immer wieder erlebt haben, ja, wo ist denn unser Herzenswunsch noch geblieben vor lauter Wiederholung? Ja, nach Veränderung zum Beispiel. Ja. Félix Guattari war mit François Toussaint
Pascal und Jean Ory, einer der Mitbegründer der französischen Antipsychiatrie. Ja, und die französische Antipsychiatrie ist ein bisschen auch angefeindet worden von der italienischen Antipsychiatrie Umbasaglia, die die Krankenhäuser auflösen wollte, die ausschließlich ambulante oder teilstationäre Psychoanalyse, Psychotherapie machen wollten, sehr angefeindet worden, weil die gesagt haben, nein, wir lösen die Orte nicht auf, weil Orte auch Heilkraft entfalten können. Auch ein Motiv, was Andreas Schwab und andere oder auch die Künstlerkolonien oder das hier ist, sozusagen Orte können eine Heilkraft entfalten. Ja? Und aber Tosquelles, Ory und Guattari wollten es anders machen und haben gesagt, wir brauchen neben Freud, neben der Psychotherapie auch Marx. Ja? Wir müssen die Psychoanalyse ergänzen. Das haben sie dann Schizoanalyse genannt. Darauf komme ich nachher zurück. Es geht immer um die Bezüge von Individuum und Gesellschaft. Ja? Sie müssen quasi biokular oder sogar triokular denken. Ja, wir sind nämlich hier schon Gesellschaft. Ja, wie sitzen wir, wie kommunizieren wir? Ich will das gar nicht anzweifeln oder kritisieren, irgendwie, was wir hier machen, sondern nur Ihre Wahrnehmung darauf lenken, dass wir hier Gesellschaft machen. Ja, wir machen Individuum, wir machen Gesellschaft. Und das war deren Ding. Ja, es ist im Grunde genommen alles Therapie, so ein bisschen. Ja. Das war insgesamt, dann geht es ja auch in die 68er-Zeit, Post-68er-Jahre. Ja, das Private ist politisch und das Politische ist auch privat. Ja. Und da sind wir bei der Frage der Erde und der Orte. Ja. Aber auch nach der Frage der Theorie, brauchen wir nicht neue Begriffe? Deleuze, Guattari sagen, ja, unbedingt. Ja. Ohne neue Begriffe kommen wir nicht weiter. Ja. Und dann fallen zum Beispiel solche Begriffe wie die Wunschmaschine, ja, weil die unter Umständen irgendwas anderes in Bewegung bringen als die alten Begriffe. Ja. Man kann natürlich auch mit alten Begriffen weiterkommen, ja, wenn sie zu denken geben. Und dann sind wir beim Weiten der Kunst, ja, oder beim erweiterten Kunstbegriff, bei denen ist schon viel gesagt worden, ja, weil unter Umständen machen wir in einem sehr weiten Begriff, den man natürlich hinterfragen kann, hier alle auch ein bisschen Kunst. Ja, ja, und wir brauchen einfach auch etwas mehr Kunst im Alltag oder in der Politik. Also Sie haben das verstanden, ja? Man darf es nicht zu oft machen. Ja? Genau. Ja? Also es geht um die Verkörperung. Ja? Kunst hat natürlich immer nach der Verkörperung neuer Perzepte und Affekte gesucht, wie Deleuze, Guattari das ja auch in ihren Schriften sehr schön darlegen. Ja? Also nochmal ganz kurz, Antipsychiatrie, die institutionelle Psychotherapie muss auf zwei Beinen gehen, nämlich Marx und Freud. Ja? Es gibt zwei Entfremdungen, nämlich eine psychopathologische und eine soziale. Ja? Haben wir heute über die soziale Entfremdung eigentlich schon nachgedacht in diesen zwei, drei Tagen? Müssten Sie sich mal fragen, ja, nicht kritisch, sondern nur wahrnehmungstechnisch. Ja? Man hat nur begrenzte Zeit, ja, ich weiß, die Uhr läuft. Und so ist das auch mit diesem Spannungsverhältnis zwischen Psychopathologie und Soziopathologie. Ja? Was ganz wichtig ist, die institutionelle Psychiatrie entsteht nach dem Zweiten Weltkrieg. Herr Röstke hat gesagt, wie wichtig der Erste Weltkrieg für die Psychiatriekunst, sage ich jetzt mal, war, oder auch für die Revolution der Kunst. Kunst, Prinzhorn und anderen war das wichtig. Ja, Guattari, Deleuze, Tosquelles, Ory, die ganzen Leute haben den Zweiten Weltkrieg noch im Nacken. Ja? Und Ory hat zum Beispiel gesagt, unsere Psychiatrien sind so eingerichtet wie Konzentrationslager. Ja, wir müssen das ändern. Ja, Sie haben ja diese Fotos aus der zweiten und dritten Klasse gesehen. Ja, wir brauchen einen anderen Ort, eine andere Beziehungsstruktur. Ja. Und die Krankenhäuser müssen ein Ort der Begegnung werden. Es muss einen Lebensraum geben. Ja, das war ein ganz wichtiger Impuls. Lebensraum, wo dass die neue Gesundheit oder die Heilung quasi performiert wird. Das ist eine Performance-Kunst, das ist eine Konzeptkunst oder eine Konzeptentwicklung, sage ich mal, vorsichtiger. Ja. Und dann kommt ein Spieleinsatz, der bei der französischen Antipsychiatrie ein bisschen stärker ist. Wir müssen nicht nur über Psychose sprechen, sondern wir müssen auch Psychose betreiben. Das führt zu diesem Begriff der Schizoanalyse. Ja. Also sozusagen, das hat aber auch Embodiment bezogen, also unser Körper ist da ja einbegriffen. Ja? Also wie lassen wir uns auf diese existenzielle Erfahrung der Psychose ein oder, wenn man das ein bisschen tiefer hängt, auf die existenzielle Erfahrung jedes Menschen, der in einer Krise ist und dann vielleicht eine Ulcus ventriculi kriegt, eine Magenschleimhautgefühl oder eine Angststörung oder eine Neurose. Das sind nämlich alles andere Existenzweisen. Ja? Und man muss sich auf diese Existenzweisen einlassen können. Ja?
Und man muss im Grunde genommen permanent Psychose betreiben, ja, um in Beziehung treten zu kommen, um sich bewegen zu lassen. Also wir müssten, wenn wir jetzt auf der sozialen Ebene denken und nicht nur auf der psychopathologischen, auch in die Psychose, in der wir möglicherweise stehen, oder in die Neurose, in der unsere Gesellschaft möglicherweise besteht. Hier ist ja Gott sei Dank, sind ja Wasserquellen da, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Aber wir müssten im Grunde diese Psychose betreiben, in der wir eh jetzt schon leben. Ja? Also es ist nur eine Denküberlegung. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja? Der Psychotiker und vielleicht wir alle brauchen eine dissoziierte Übertragung. Es müssen also andere Beziehungs- und Übertragungsformen gefunden werden, ja, die nicht diesen ärztlichen Blick haben, der manchmal noch so ein bisschen in dem Vortrag des Vorredners durchschien, also, sozusagen dieser Blick, wie psychotisch ist der und wie geordnet ist das Bild und so weiter, ist alles sehr hilfreich. Ich betreibe das selber. Wir sind ja postmodern, wir haben alle ganz viele Gesichtspunkte und können ja ganz leicht manchmal ist es aber irre schwer, zwischen diesen verschiedenen Welten hin und her switchen. Und das haben die dort gemacht in diesen Kliniken. Die haben zum Beispiel die Hierarchien versucht aufzulösen. Ja, das gab es natürlich auch in vielen Kommunenprojekten, zum Beispiel Kommune 1. Ja, die haben Feste gefeiert. Ja, die haben die psychisch Kranken zum Teil an der bürokratischen Regulierung der Abläufe beteiligt. Ja, jeder durfte mal Chef spielen. Das hielt nicht lange an, dieses Experiment, aber es wurde zumindest versucht. Ja. Es wird heute ja auch versucht, zum Beispiel Bürgerbeteiligung zu machen. Ja. Wir können zum Beispiel sagen, wir wechseln die Regierung in Russland jetzt durch uns aus. Ja. Vielleicht wäre das mal eine interessante Abbau von Hierarchien oder in irgendeinem anderen Land. Ja. Also Bewegung auch als Kunst. Ja, alles muss in Bewegung kommen und die Patienten müssen eben nicht nur als Objekt behandelt werden, sondern als Subjekt. Ja. Tosquel, eine interessante Figur, katalanischer Psychiater, kämpfte für die republikanische Seite und war in der marxistischen Arbeiterpartei, hat die Klinik Saint-Albin sur Limagnol geleitet. Da war übrigens dann auch 1950 schon eine Ausstellung der Sammlung Prinzhorn zu Gast oder zumindest von Teilen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Also es ging immer auch um die Frage, wenn die Patienten keine Objekte sind, sondern selber Subjekte, ja, wie äußern die sich eigentlich? Und die haben sich tatsächlich oft geäußert durch irgendwelche Erzeugnisse. Ja? Was sind Erzeugnisse? Reden zum Beispiel. Ich erzeuge mich jetzt auch. Ich habe auch ein Erzeugnis, ja, was ich an sie hin gestalte, ja. Aber die haben nicht nur geredet, sondern die haben auch gemalt, die haben getöpfert, die sind umhergelaufen, ja, und haben mit dem Umherlaufen vielleicht irgendeine Sprache gefunden. Ja. Und ein interessanter Gedanke ist, dass die Besatzung zum Beispiel, da sehen Sie noch das Erbe des Zweiten Weltkriegs, ist nicht nur eine historische Realität, sondern auch eine psychische Struktur im Individuum. Ja. Also da haben Sie wieder diese Doppeltheit von Gesellschaft, gesellschaftlicher Unfreiheit und persönlicher Unfreiheit. Und um aus der Besatzungszeit durch die Nazis und durch die veränderte französische Bevölkerung rauszukommen, muss man quasi eine Disokkupation, also man muss den Besatzer loswerden, ja, den Besatzer in sich. Ja, und das hat Franz Fanon dann in seiner formidablen Schrift Die Verdammten dieser Erde, Fanon war auch Tosquel Schüler, ist ja auch Psychiater, aufgenommen, ja, dass auch der Kolonisierte quasi den Kolonisierenden in sich umbringen muss, in sich und außerhalb von sich. Ja. Und die Frage ist, inwieweit sind wir noch unter Besatzungsverhältnissen unterwegs, könnte sich da anschließen. Ja? Und was müssen wir da noch an hierarchischen Strukturen loswerden, die vielleicht immer noch in uns nachwirken. Ja? Jean Houry, auch wichtiger Psychiater, hat zuerst mit Tosquel zusammengearbeitet, dann eine Klinik de Sommerie geleitet und dann ab 1953 eben diese besondere Klinik Laborde mitgeleitet, mit Félix Guattari zusammen. Ja? Ja, und das war damals gar nicht so leicht, weil bis in die heutigen Tage insbesondere waren Kranke, aber alle psychischen Erkrankten irgendwie noch stigmatisiert sind. Ja? Sie sind quasi
werden auch, das hat Foucault ja unter anderem gut gezeigt, die werden ausgedrängt an die Peripherie, wie auch andere Länder oder andere Gebiete, aber eben die psychischen Erkrankungen schön am Rand, damit die uns nicht zu sehr belasten. Und viele Gedanken gestern und vorgestern haben mit diesem Zentrum-Peripherie-Gedanken zu tun gehabt. Ja, müssen wir nicht in die Peripherie gehen, auch um da uns neu zu finden, zu organisieren? Und welche Rolle hat die Kunst in diesem Wechselspiel zwischen Zentrum und Peripherie? Und da spielen die Künstlerhäuser möglicherweise auch eine Rolle, ja, wenn sie einen programmatischen Entwurf überlegen zu tun, ja, senden wir uns im Zentrum an und mit wem sprechen wir da, welcher Ort entsteht da oder in der Peripherie. Aber die Leute, die um La Borde rum gelebt haben, fanden das auch nicht so toll, das war ein baufälliges Schloss und dann ist der Gattari da hingegangen und hat das mit den Kranken aufgebaut. Ja, die fanden das aber nicht nur toll, ja, dass da plötzlich so Kranke um einen rum laufen. Ja. Und Félix Guattari, jetzt komme ich zu einer der zentralen Personen, 1930 geboren, hat den Krieg mitgebracht und das war schon eine schwierige, sehr, sehr belastende Erfahrung. Auch der Tod des Großvaters dann nicht ganz so früh, aber das hat Guattari persönlich mitgekriegt, wie der einen Schlaganfall hatte. Ja. Und da kamen sicher auch Kriegserlebnisse hoch. Also auch hier wieder die Frage der Traumatisierung, die uns natürlich beschäftigt, oder die Frage der Gefahr. Also vergesst das Wasser nicht. Ist total ernst gemeint. Ja. Und die waren natürlich alle Sartre-Schüler. Ja, also, ja, und bei Sartre geht es ja auch natürlich um das existenzielle Bedrohung, dass die Möglichkeit des Scheiterns, das Absurde, ja, dass der Zusammenhang zwischen Mensch und Welt lose ist. Und allein das kann uns ja schon psychisch krank machen. Ja. Und die andere Figur, Lacan, auf die gehe ich jetzt aus Zeitgründen, das ist nämlich wirklich kompliziert mit dem Monsieur Lacan, ja, nicht ein, aber der ist natürlich der Übervater. Ja? Der hat in Frankreich natürlich den Freud auf eine formidable Art gefaltet und vermischt, ja? Dass man Freud kaum noch wiedererkennen kann. Ja? Und das Interessante ist, die ganzen Therapeuten von La Borde, die waren alle bei Lacan. Ja? Der Lacan hat dann die Klinik, das waren ja alles früher Psychoanalytiker, ja? Und die brauchten alle auch einen Lehranalytiker, und wollten alle zum Lacan. Ja? Und dann hat er zum Teil so 5-Minuten-Therapien am laufenden Band. Ich therapiere dich mal. Ja? Und so 5 Minuten, 10 Minuten, und dann sind die im Bus mit mehreren Autos zurückgefahren. Also Sie sehen, wie intensiv das vielleicht war oder wie kreativ. Ja? Also jedenfalls, das ist eine große Sache. Und wichtig ist eben diese Zusammenarbeit mit Jean Houry, also dieser Ansatz der Milieutherapie. Ja, Hinterfragung von festen Rollen festlegen, ja, auch dieses Spieltrieb, dieser Spielimpuls, ja. Alexander Kluge hat vom Fake gesprochen, von der Kraft des Fakes, das ist natürlich auch eines seiner Markenzeichen, diese Gespräche mit Helge Schneider, ja, also was fake ich jetzt gerade meine Rolle oder habe ich sie, ja, faken Sie Ihre Rolle, ja, also, ja, und wo schlägt Fake in Ernst um, ja, alles ganz wichtige Fragen, die wurden da performiert, thematisiert, ja, auch Montagetechniken. Es geht aber um eine lokale Resozialisierung, ein ganz zentraler Begriff. Ja? Also man geht nicht ins Globale, wie Latour das auch nennt, sondern man geht zurück ins Lokale, aber versucht dort globale Zusammenhänge zu bearbeiten und eine Resozialisierung zu erreichen. Dafür braucht man einen heilsamen Ort. Ja? Es geht um neue Arbeitsteilungen, da ist der Begriff des Gitters entwickelt worden. Ich zeige das nachher. Ja. Insbesondere auch dann der Begriff der Transversalität. Es geht nicht um ein horizontales Nebeneinander von Funktionen oder Aktanten, noch Basisüberbau, also nichts, alles, die Leute sind nebeneinander. Ich weiß, ich bin aus der Kamera raus möglicherweise, ja, oder Basisüberbauverhältnisse, sondern Transversalen, ein ganz wichtiger Begriff, der nachher auch beim Rhizom eine Rolle spielt. Und wie sieht die Transversale auf? Ich zeige Ihnen da mal so ein Gitter, ja, also verschiedenste Personen, die können Pflegekräfte sein, PatientInnen oder ÄrztInnen, ja, die haben unterschiedliche Aufgaben und das kann dann, Felix ist zum Beispiel von 8 bis 10 in der Küche eingeteilt, ja, dann muss er aber unter Umständen von 2 bis 4 wieder Verwaltung machen, Jean kümmert sich ums Fest,
Rosa muss einen Spaziergang machen, muss aber vielleicht doch in der Küche arbeiten. Und das wurde jeden Morgen eine Zeit lang im Labor so festgelegt. Ja. Sie sehen, welche Vermischung von institutionell-sozialen Komponenten und der Aufgabe, es geht ja immer ums Geschirr, sage ich jetzt mal, um nicht ums Wasser zu sagen. Ja. Wer hat eigentlich hier das Geschirr hingestellt? Ja, wer räumt es ab? Alles hochpolitische Fragen. Ja. Das wurde da verhandelt, ja. Und um das, über das Wasser nicht zu reden. Ja. Ich komme mal zu ein paar Begriffen. Gemeinsam schreiben. Da draußen liegt die schöne Biografie von François Dost, an der ich mich auch stark orientiert habe jetzt für diesen Vortrag. Eine Doppelbiografie über Félix Guattari und Gilles Deleuze. Ja. Und das ist verrückt. Im Grunde genommen schreiben die beide erst ab 68, 69. Ja. Haben sich zufällig getroffen und haben dann quasi eine, sie nennen das Sozius, ja, ein Rhizom gebildet, eine Wunschmaschine gebildet. Felix erzählte etwas, dass er Wunschmaschine nahm, und da bekam ich Deleuze den Eindruck, dass er mir voraus war. Felix und ich beschlossen zusammenzuarbeiten, Briefe anfangs, dann Arbeitssitzungen. Wir waren oft amüsiert, oft genervt. Felix behandelte die Schrift wie einen Schizostrom. Mich dagegen interessiert, dass eine Sache nach allen Seiten fließt und dass sie trotzdem in sich geschlossen ist wie ein Ei. Ja? Und dann, dass es in einem Buch Zurückhaltung, Resonanz, Überstürzung und viele Larven gibt. Also schrieben wir zu zweit. Also das Buch, das Werk, die Verkörperung spielt schon eine ganz bestimmte Rolle. Ja, das ist für Beschäftigt mit Kunst natürlich entsetzlich, im doppelten Wort, vorsätzlich, entsetzlich wichtig, ja, weil sie das Werk natürlich als Kristallisationspunkt brauchen, ein Buch, eine Skulptur, eine Performance, eine Gemeinschaft. Ja. Und das bringt uns weiter. Ja, und das brauchen wir auch für unsere Gesellschaften. Ja, Sie sehen da ein paar Bilder von Laborde, Monsieur Lacan, natürlich auch Sartre und Foucault, ja, ist ja ein Kuddelmuddel und ein Schlamassel, ja, und aus diesem Kuddelmuddel und Schlamassel, ja, ist Leben entstanden und ist dort auch Leben entstanden, ja. Ja, ein paar Worte noch zur Psychoanalyse natürlich jetzt. Ja, Guattari hat immer gesagt, er hat eigentlich die Psychoanalyse auch nie verlassen, ja. Sie natürlich ganz stark kritisiert. Sie sehen hier, und das ist mir wichtig, eine Karte. Ja? Sie sehen quasi ein territoriales Prinzip. Es wird unterschieden, was ist bewusst und unbewusst. Wir haben in den letzten 3 Tagen sehr oft nach dem Unbewussten gefragt. Ich hätte mal, ich glaube, es ist heute mindestens 8-mal gefallen, dieses Wort. Ja? Und die Frage nach dem Unbewussten ist wichtig. Die erste Topologie von Freud, die ja Bewusstes und Unbewusstes kartografisch teilt, ja, da ist das Unbewusste auf der linken Seite und der rechten. Das Bewusste ist in der zweiten Topik, in der zweiten Karte, die Sie hier sehen, aus das Ich und das Es, quasi modifiziert worden. Da ist die Karte schon mal genauer gemacht worden, mit der Lupe hingeguckt. Ah ja, es gibt nicht nur bewusst und unbewusst, sondern es gibt Es, die Triebe, dass ich die vermittelnde Instanz, die vielleicht Ratio hat oder Formen der Ratio entwickeln soll, und das Über-Ich, quasi die Normen, die Internalisierungen der Gesellschaft und so weiter. Ja? Und ja, Karten sind wichtig, weil sie helfen, sich zu orientieren. Ja? Und als psychoanalytischer Supervisor oder Behandler nutze ich diese Karten auch. Ja? Die sind nämlich nicht dumm. Ja? Der Spieleinsatz von diesem unglaublich interessanten, aber auch schwierigen Buch von Deleuze, Guattari, ist aber das Geschirrtuch. Ja? Also, auf Seite 227 finden Sie das, ja, dass Sie sagen, hier ist übrigens ja so ein paar Artefakte, alle sehr wichtig, neben dem Wasser. Aber das haben Sie ja alles schon längst gesehen. Also dies sagen, Freud faltet immer einseitig. Ja? Der macht nämlich aus der ganzen Welt und alles, was in der Psyche und vielleicht auch in der Gesellschaft ist, wird immer nur sozusagen ja, trianguliert gefaltet, ödipal gefaltet, Vater, Mutter, Kind. Ja? Zack, 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 Kastration, Gesetz, ja? Mangel. Ja? Und die sagen, nee, 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 Anti-Ödipus, ja, wir müssen das aufhalten, ja, und müssen einfach sehen, wie ist denn die Gesellschaft. Ja? Verstaubtes rausschütteln zum Beispiel, ja, die Uhr fällt, ja, ja, kleine Falten machen. Ja? Ja, und da hat Deleuze ja dieses unglaubliche Buch über die Falte auch geschrieben. Ja? Oder heute haben wir was von Obertönen heute Morgen schon gehört und erlebt. Und Kluge hat auch dieses Bild der Konstellation. Ja?
Also uns sagt, die Obertöne und die Falten, oder Deleuze-Guattari nennen das Segmentierungslinien, Linien, die verschieben sich unter Umständen. Ja? Dann haben wir sie nämlich Umständen zwei Faltungsebenen, ja, die sich miteinander vermischen. Ja? Sie nennen das unter anderem auch Symbiose, haben sich viel mit biologischen Konzepten und der aparallelen Evolution beschäftigt. Ja? Also auf jeden Fall, so gehört es gemacht. Das heißt nicht, dass sie auch mal falten können, triangulär. Ja? So ein Mini-Ödipus haben wir vielleicht alle. Ja? Also, oder ein Medio-Ödipus oder ein Maximus-Ödipus. Ja? Weil die Bewahrheitung, das ist ein ganz wichtiger Satz in der Therapie und in der Gesellschaft, entsteht nur durch die Praxis. Ja? Durch das, was aus der Praxis wird. Also ob der Ödipus dann wirklich sich so konstelliert oder eine Rolle spielt, müssen Sie mit dem Patienten, der Patientin herausfinden. Ja? Also Sie gehen in diese Falten ein. Aber was klar ist, ist natürlich, ja, also immer nur Ödipalfalten, das ist echt ein bisschen langweilig. Ja, und tut die Leute auch ziemlich, ja, einfalten, würde ich jetzt mal sagen, als Rheinländer. Ne? Ziemlich einfältig. Also, kein Witz, Deleuze, Guattari waren mit die ersten Konstruktivisten. Ja? Die haben sich ganz intensiv zum Beispiel mit Varela Maturana beschäftigt, wie übrigens mein Lehrer Tore von Özkül auch. Ja, und da ist ja diese Metapher des Netzes, oder Tom Ingold und wir modernen Konstruktivisten haben das erweitert. Wir sprechen nicht mehr vom Netzwerk, sondern vom Meshwork. Ja. Da ist die Verklumpung stärker. Ja. Das sind ganz andere Ansätze. Das ist nämlich nicht mehr allein die Falte, sondern das ist sozusagen, ja, jetzt fällt das Glas schon um, ja, dass wir den Patienten, die Patientin als Blackbox behandeln. Ja. Wir wissen nämlich gar nicht, was da drin ist. Ja? Und wir selber sind auch in der Blackbox. Ja? Ich stehe da gar nicht gegenüber, sondern ich bin eigentlich in dieser Blackbox drin, ja? Und habe denselben Nichtabstand oder Abstand dazu wie Sie jetzt auch. Sie sind auch in der Blackbox übrigens drin. Und wir müssen nur durch Interaktion, das ist die These, kriegen wir raus, was los ist. Ja? Ohne Interaktion wissen Sie weder, wer Sie sind, noch mit wem Sie es zu tun haben. Und Sie habe ich geklaut hier um die Ecke. Ja, und alles das, was Sie da finden, zum Beispiel auch die Steine, vergesst die Steine, ist im Grunde genommen auch wieder eine Blackbox. Ja? Also wie viel Kreativität, Kluge hat von der Bewegung der Gebirge gesprochen am ersten Abend, ja? Wie viel Kreativität ist in dieser Blackbox vom Stein? Ja? Üblicherweise wird das ja als totes Material gehandelt. Ja? Also wir müssten auch in diese Blackbox, Anführungszeichen, reinkommen, kommen wir aber nicht, weil alles nur durch Interaktion sich entwickelt. Ja, wir kommen nie. Und das ist ein toller Ansatz, der sehr hilfreich ist, auch übrigens für die Supervision von Aus- und Weiterbildungskandidaten. Und jetzt habe ich Ihnen eigentlich total viel schon erzählt, ja, von dem, was Programm ist. Ja. Für den Wunsch, die Dimension des Außen wiedergewonnen, also nicht einseitig falten, sondern das Außen. Ja. Und wir sind alle in diesem Außen drin. Ja. Es geht um Produktion und nicht um Repräsentation. Ja. Hier ist viel über Repräsentation geredet worden, es ist auch produziert worden. Ja. Aber sozusagen, was jeder Künstler eigentlich oder jeder Mensch eigentlich sucht, ist der Wunsch und den Ausdruck des Wunsches. Ja, wie komme ich lebendig mit mir und meiner Umwelt in Kontakt? Ja, wie werde ich dadurch ich selber oder neu oder anders? Ja, und da wollen sich Deleuze, Guattari von dem Primat der Einverseelung befreien, ja, aus der Dominanz familiärer oder hierarchischer Modelle, und deshalb sprechen sie von Schizoanalyse. Ja. Also das heißt sozusagen, die vielen kleinen Fluchten und Veränderungen, die müssen aufgegriffen werden, oder Sie sprechen von einem organlosen Körper. Ja, also Sie kritisieren ein bisschen den Begriff des Organismus, ja, den wir in der Medizin natürlich lernen, ja, ich als Internist sowieso. Ja. Aber sozusagen, was sind eigentlich meine Organe? Ja? Vielleicht ist der Blickkontakt mit Ihnen, ja, kann zu einem Organ werden. Oder eben, wir haben sehr intensive Gespräche, auch zum Beispiel hier im Hotel. Ja? Also möglicherweise sind das meine Organe, meine Sinnesorgane, meine, ja, die sind gar nicht in mir drin, sondern die sind draußen.
Ja? Sie könnten mal überlegen, welches Ihrer lebenswichtigen Organsysteme außerhalb von Ihnen ist. Mal nur nebenbei. Ja? Also das sind unter Umständen die Organe, auf die es lebenswichtig ankommt. Und das ist der Begriff der Kritikalität, den auch Bruno Latour hat, wenn er sagt, wir müssen die Erde als eine gefährdete sehen, als eine kritische Zone. Ja, das sind alles unsere Lebenserhaltungssysteme, an denen wir hängen wie an so einer Intensivstation. Ja. Also das ist der organlose Körper. Ja. Aber es ist Hoffnung in Sicht, ja, würde auch Kluge sagen, nämlich die Wunschmaschine. Ja, wir müssen nur kräftig genug wünschen. Ja, und das wäre die Idee. Ja, also wünschen, aber nicht im abgeschlossenen familialen Modus, sondern im Schizomodus oder im gesellschaftlichen Modus. Ja, ja, und das ist, glaube ich, was tragisch Schönes, ja, dass wir eigentlich so eine Mischung aus Konzentration auf uns selber und Begegnung, Vereinigung haben. Und Andreas Schwab hat da eine sehr schöne Bemerkung gemacht, wenn alles nur auf Vereinigung ausgeht, dann hat er seine Zweifel, das würde ich auch sagen. Ja. Wir haben, politisch muss man ja heute so korrekt sein und so vereinigt, ja, dass man manche Sachen gar nicht mehr sagen darf. Ja. Also es muss eine Insel auf jeden Fall für Unvereinigung und für Abstand auch geben. Ja. Trotzdem ist dieser Wunsch nach Weltgestaltung total wichtig. Ja. Der Wunsch und das soziale Gefühle, ja, schöner Versprecher, Gefüge, ja. Aber Gefühle sind immer mit beteiligt. Ja. Die Gefühle sind unter Umständen viel rationaler als die Ratio. Ja. Wäre auch eine These, die Alexander Kluge vielleicht sagt. Ja, weil sie nämlich Kontakt zur Welt aufnehmen können. Ja, natürlich brauchen sie Geist oder Denken. Also den Organismus aufzulösen hat nie bedeutet, sich umzubringen. Ja, es geht nicht darum, dass jetzt wir alle psychotisch werden müssen. Ja, das ist das Unterscheidende, löst Guattari an vielen Stellen sehr klar. Ja, sie sprechen eher von der krankhaften Paranoia des schizophrenen Erkrankten oder des akut psychotischen Menschen. Ja, und der Schizophrenie, nach der wir uns alle sehen oder die uns weiterbringen kann. Ja. Und den Organismus aufzulösen hat nie bedeutet, sich umzubringen, sondern den Körper für Konnektionen zu öffnen, die ein ganzes Gefüge voraussetzen, Kreisläufe, Abstufung und Schwellen, Territorien und Deterritorialisierung. Ja, es geht immer um Beziehung. Genau, jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit achten und kreativ. Also ein zentraler Begriff ist das Rhizom. Ja, ich habe das aus der Küche geklaut, ja, eine Ingwerwurzel, ja, aber die KollegInnen wissen, dass ich es zurückgebe. Ja. Ja, ein Rhizom, ich lese Ihnen mal eine längere Passage vor. Auch das ist eine Sache, die uns in den Gesprächen im Hotel zum Beispiel beschäftigt hat, eben Texte durch sich selber wirken zu lassen, weil die eine ganz bestimmte Stil betreiben, der uns anders mitnimmt, als wie ich Ihnen das jetzt vermitteln kann. Das ist auch eine einzige, etwas längere Passage. Ein Rhizom ist als unterirdischer Strang grundsätzlich verschieden von großen und kleinen Wurzeln. Zwiebeln und Knollengewächse sind Rhizome. Pflanzen mit großen und kleinen Wurzeln können in ganz anderer Hinsicht rhizomorph sein. Und man könnte sich fragen, ob das Spezifische der Botanik nicht gerade das Rhizomorphe ist. Sogar Tiere sind es, wenn sie eine Meute bilden, wie etwa Ratten. Auch der Bau der Tiere ist in all seinen Funktionen rhizomorph, als Wohnung, Vorratslager, Bewegungsraum, Versteck und Ausgangspunkt. Das Rhizom selber kann die unterschiedlichsten Formen annehmen, von der verästelten Ausbreitung in alle Richtungen an der Oberfläche bis zur Verdichtung in Zwiebeln und Knollen. Ja? Rhizom ist eben kein Begriff, sondern was wichtig, auch philosophisch wichtig ist, ja, ist quasi das Zusammen eines Begriffs und einer Realität. Es ist eben keine Metapher, ja, sondern es ist ein Tatbestand. Ja. Also wir leben alle in Rhizomen und das Rhizombild ist deshalb, weil es so schön knollig ist, dem systemtheoretischen Begriff des Netzes oder des Meshworks überlegen. Ja. Das können Sie hören, können Sie anfassen. Ja.
Ich überspringe mal ein bisschen, weil mir der Ort hier wichtig ist und die Geophilosophie. Ja. Deleuze, Guattari arbeiten prinzipiell auf der Erde, mit dem Körper. Ja. Es geht immer um Wege, auch in der Antipsychiatrie. Ja. Ein wunderschöner Satz, es geht auch immer um Relationen. Für jedes Ding, und wir sind auch Dinge, für jedes Ding müssten die besonderen Mittel gefunden werden, durch die es bejaht wird und aufhört, negativ zu sein. Ja? Also wenn Sie gucken, ja, ja, wodurch wird der Apfel bejaht? Wasser unter Umständen, ja, ja, und aufhört, negativ zu sein. Ja? Was macht den Apfel schön? Das ist dieses ästhetisch-ethische Paradigma. Und wir haben ganz viele Regionen leider auf der Welt, wo Hunger herrscht. Ja? Das Werden ist eher geografisch als geschichtlich. Dahinter steht natürlich eine ganze Kritik am Marxismus, an ganz bestimmten politischen Ideen. Ja. Also wir gehen eher in die Provinz oder bleiben dort. Ja. Ich will nicht über Heidegger sprechen, ja, weil eben das Werden geografisch ist. Ja, das ist auch eine Frage, die Lokation von Künstlerhäusern oder auch die Frage der Auswahl unter Umständen von Kandidaten betrifft. Ich habe da, das ist ein konflikthaftes Feld. Ja. Ja, wir glauben, dass die Linien die konstitutiven Elemente von Dingen und Ereignissen sind. Daher hat jedes Ding seine Geografie, seine Kartografie, sein Diagramm. Also es ist nicht nur so, dass es quasi materiell mit diesem Apfel etwas auf sich hat, ja, sondern natürlich die ganzen Theorien und Karten, die zur Erzeugung dieses Apfels führen, die Transportwege, die Ideen, wie Düngemittel hergestellt werden, ja, ob man chemische nimmt oder ob man verärgerte Düngemittel mit, das ist, entsteht alles auch durch Theorien und Karten. Und die sind da sozusagen Fleischwurm. Und wie Sie automatisch merken, werden die auch Fleisch von mir. Ja? Also Sie fressen den Dünger mit. Ja? Oder die Art des Düngers. Wir brauchen immer Dünger übrigens. Ja? Auch Liebe braucht Düngerbeziehungen. Ja? Und Sie müssen überlegen, ob Sie dann morphinabhängig werden, wie Herr Kircher, ja, oder ob Sie lieber beziehungsabhängig bleiben. Okay. Ja, noch eine Figur, total wichtig, zwei Figuren noch. Ja, Deligny, kennen Sie, Sozialpsychologe, hat sich sehr viel mit autistischen und psychotischen Kindern, Jugendlichen beschäftigt, ja. Und großes Vorbild auch von den Situationisten, da sind Experten hier. Ja, der hat eben... Ja, jetzt muss ich da ein bisschen, ja, der hat sich viel mit Karten beschäftigt auch, ja, also der hat einfach psychisch Erkrankte verfolgen lassen, begleiten lassen, ja, und dann haben er oder sie oder ihre Helferinnen dann Karten gemacht, ja, wo laufen die einfach rum, was interessiert die, ja. Zum Teil haben das die PatientInnen selber gemacht, zum Teil haben das die Betreuer gemacht, ja, und da wurden dann Territorien quasi sichtbar, Verkörperungsformen. Ja, und man hat die ganzen Wege dieser psychischen Kranken quasi wie als Ausdrucksphänomene gehandelt, ja, als Mitteilung. Ja, oder noch anders, als eine Form Welt zu schaffen oder noch anders als eine Art soziale Plastik, ja, eine soziale Erdplastik. Wo bin ich eigentlich unterwegs? Ja, wo sind Sie eigentlich unterwegs? Sie sind im Moment hier. Ja. Und da gibt es eben bei Deligny diesen Begriff des Haus- oder Floßzeichens. Ja, das ist ein Begriff, wo eben zum Beispiel Hölzer, die verschifft wurden, vielleicht hat man das auch auf dem Inn gemacht, ich bin ziemlich sicher, dass man das gemacht hat, die wurden mit einem ganz bestimmten Zeichen gekennzeichnet. Ja, und da wusste man, wem gehört dieses Floß, wie groß ist das, ja, durch welchen Minikanal passt das und wo muss es rausgeholt werden. Ja, und das sind Begegnungsmomente wie... Einer der Lieblingspsychoanalytiker von Guattari, Daniel Stern, sagt, es sind Begegnungsmomente, das ist eine Theorie auch, die uns in der modernen Psychoanalyse sehr begleitet. Ja, Daniel Stern, Begegnungsmomente. Ja, also bedeutungshafte Momente, wo Kreuzungspunkte von Mensch und Welt, von Wunsch und Territorium entstehen und die können auch markiert werden, die kann man aufzeichnen. Ja, und kann dann diese Begegnungen auch quasi beforschen, ja, und ich habe vor diesem Symposium mich fast überhaupt nicht mit Abi Warburg beschäftigt gehabt, ja, aber möglicherweise ist dieser Begriff der Pathos-Formel oder des Engramms bei Abi Warburg mit so etwas
zu verbinden. Ja? Also ein Begegnungszeichen, ja, wo wirklich echt, echt viel Realität und echt, echt viel Mensch und echt, echt viel Bewegung und echt, echt viel Wasser auch tatsächlich, wenn der Mensch dabei ist, ist es immer dabei. Ja? Also ich lasse das mal mit dem Wasser. Ja, also Begegnungszeichen sind wichtig, ja, und sind neue Formen der Verkörperung. Okay. Ah, da muss ich jetzt leider den kleinen Hans rauskillen. Also, das Territorium bedient sich bei allen Milieus, es fällt über sie her, es umschlingt sie, auch wenn es anfällig für fremde Einflüsse bleibt. Es wird aus Aspekten oder Teilen von Milieus gebildet. Genau genommen gibt es dann ein Territorium, wenn die Bestandteile des Milieus nicht mehr gerichtet sind und sie nicht mehr sind und stattdessen zu Dimensionen werden, wenn sie nicht mehr funktionell sind, sondern expressiv werden, also bedeutungsvoll oder verkörperlichen. Territorien gibt es, sobald es einen Rhythmus gibt. Und dann komme ich zu dem letzten Menschen, über den ich was erzählen will. Ja, einer der großen, großen, großen Vorbilder von Deleuze, Guattari und letztlich auch von der Antipsychiatrie und des territorialen Ansatzes ist Jakob von Uexküll. Berühmter Umweltforscher. Und ich hatte das Glück, sozusagen den Ture von Uexküll, der bis 2004 in Freiburg gelebt hat und mit dem ich sehr gut bekannt war, eben über lange Jahre kennenzulernen, einen der Begründer mit der deutschen psychosomatischen Tradition. Und der hat mir immer von seinem Vater erzählt, von der Bildung der Territorien. Im Grunde genommen ist der Ansatz von Uexküll, dass jedes Lebewesen über Verschränkungsphänomene, Jakob von Uexküll nennt das Merken und Wirken. Ja, über Merken und Wirken sind wir alle in die spezifische Umwelten eingelassen. Ja. Merken ist, Sie merken jetzt vielleicht irgendwas vom Vortrag oder ich merke, dass es hier sehr heiß ist, weil hier sehr viele Lampen sind. Ja. Aber Wirken, ja, ich versuche durch jetzt Worte und Folien aus eine Wirkung auszuüben. Ja. Und Wirken macht man immer eines der Lieblingsbeispiele vom Ture von Uexküll über das Wirkmal von seinem Vater war der Apfel, ja, also sozusagen, dass man einem Apfel ein Wirkmal aufprägt und es sozusagen das Wirkmal auch das Merkmal auslöscht. Ja. Das ist eine Formulierung, über die man mal nachdenken muss, weil da ein sehr existenzialistischer, materialistischer Gesichtspunkt reinkommt. Einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, und ich setze mich mal. Genau. Mhm. Also ich habe eine Frage zu der heutigen Zeit. Was ist nach Ihrer Meinung denn noch geblieben von diesen revolutionären Gedanken von Guattari und Deleuze in der Praxis, in der heutigen Praxis? Wenn Sie es jetzt nicht wieder als Zumutung empfinden würden, würde ich am liebsten sagen, was jetzt passiert. Ja? Der existenzialistische Gedanke ist, dass wir nur das haben, was realisiert wird. Ja? Also, dass hier über Deleuze, Guattari in diesem Kontext gesprochen wird, das ist geblieben. Ja? Und natürlich gibt es diese Fitzel auch, also es gibt einen großen Guattari-Kongress im Oktober 2022, ja, in Paris, ja, leider auch französisch, was mich sehr anstrengt immer. Und, ja, also es ist ganz viel geblieben, ja, und es ist auch zum Beispiel von der Psychoanalyse ganz viel geblieben. Ja, also der Begriff des Unbewussten oder der Verdrängung oder der Abwehr, der ist so in den Alltag und das hilft. Ja. Der Begriff der Verdrängung, ja, was darüber nachzudenken, was wir vielleicht verdrängen, ja, oder was ein Mensch verdrängt, dass dieser Begriff aus der Psychoanalyse in das Alltagshandlungsrepertoire, in das pragmatische Handlungsrepertoire von Gesellschaften eingesündet hat, ja, das sind echte Veränderungen, die mir Hoffnung machen, ja, und Deleuze, Guattari und die Schizoanalyse ist eben auch in die Psychotherapie gegangen. Systemische Therapie zum Beispiel ist jetzt seit kurzem in Deutschland auch zugelassen. Ja? Und was aber interessant ist, wenn man dann Psychoanalyse und systemische Therapie zusammenbringt, ja? Dann wird es noch interessanter. Aber es ist ganz viel geblieben. Ja? Aber wir müssen, wie Kluge gestern auch gesagt haben, wir müssen Flöße bilden, wir müssen Klöster bilden, um diesen Impuls, ja, einer kreativen
Begegnungskultur, nenne ich das jetzt mal, einer schöpferischen Begegnungskultur, das weitertragen. Und da kann jeder von Ihnen was tun. Und da bin ich der Fundation auch dankbar, dass sie mich hier eingeladen hat. Ja? Aber glauben Sie, dass sich das auswirkt auf die heutige Psychiatrie? Weil ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe eine Freundin und die wurde hochdepressiv und war dann lange Zeit in der Psychiatrie in Basel-Land, in Liestal. Und es ist ihr immer schlechter gegangen. Also ich konnte es nicht verstehen. Und sie hatte sehr, sehr wenig Aktivität in diesem Krankenhaus. Ja, das... Also fand ich gar nicht revolutionär. Genau, also eben die Empirie entscheidet, ja. Also das, was dort bewahrheitet ist, wenn Sie das als schlecht erleben, dann müssen eben halt die PatientInnen oder die Angehörigen aufstehen und sagen, das ist ein scheiß Laden hier, ja, oder wir müssen was anderes aufziehen. Ja. Also es gibt sehr viele gute psychosomatische und psychiatrische Kliniken, es gibt aber auch Horrorkliniken. Ja. Die Mittel für psychiatrische, psychosomatische Kliniken in Deutschland werden immer wieder gekürzt. Ja. Also darüber müssen wir wirklich reden, ja, weil auch daraus besteht, also dieser Apfel ist ja, Anführungszeichen, eine Metapher nur für unser Fleisch, es ist aber nicht nur eine Metapher. Ja. Eben, also wir müssen wirklich gucken, wie wir leben, weil das ist, also ja, ich denke eben an physisch-psychisch Kranke, die ich kenne und die echte Not leiden, ja, und die wirklich darben. Ja. Da brauchen wir natürlich auch eine gute Psychotherapie, eine gute Psychiatrie. Ja. Okay, vielen Dank. Ja, es ist so still. Was ist hier passiert? Irgendwie. Ja, also sozusagen, ich habe ja auch versucht, Ihnen zu folgen. Und also ich musste ja auch immer daran denken, dass Sie eben ja im Gesundheitssystem arbeiten. Und Sie haben diese Zuneigung zu den Texten, die Sie uns versucht haben näher zu bringen. Und mich würde halt doch interessieren, inwieweit sind diese, also es geht eigentlich in eine ähnliche Richtung, aber inwieweit sind diese Begriffe, diese Form des Denkens und so weiter auch etwas Uneingelöstes für Sie, was Sie in Ihrer medizinischen Praxis auch nicht verwirklichen können sozusagen. Also können Sie vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit Sie das dürfen, aber so ein, zwei Erfahrungen oder Punkte benennen, identifizieren, offenlegen, wie auch immer, wo Sie das auch nicht zusammenbringen können und wo das dann vielleicht aber Ihnen Orientierung gibt für Ihre Arbeit als Arzt. Ja, also es gibt ja das Scheitern, ja, und das Scheitern fängt bei einem selber an, ja. Also ich könnte am persönlichsten antworten, wo ich sage, diese Ideen kann ich selber, was mich angeht, nicht einlösen. Ja, und da könnte ich Ihnen jetzt im privaten Gespräch dann tatsächlich, ja, und in unserer Kultur, also in Deutschland zumindest, für die Schweiz kann ich es nicht beurteilen, ist im Moment sehr stark so eine Performance. Ja, man muss Männlichkeit, man muss Kriegstreue, man muss Können performieren. Ja, und Ihre Frage, also was mich daran interessiert, ist eben auch immer wieder über die eigenen Grenzen zu sprechen. Ja. Und da sehe ich es bei mir persönlich, in meinen Familien, ja, in meiner Praxis, in meinem Zentrum, sehe ich auch viele Grenzen. Also wir machen zum Beispiel den Konsildienst, ja, also jeder Kranke nach einem Unfall, der ein psychisches Problem hat oder unerklärliche körperliche Erkrankungen, der in der Klinik liegt, ja, mit dem beschäftigen wir uns, ist ein super toller Konsildienst, ja, aber manchmal würden wir gerne dem Krankenhaus ins Gesicht spucken, wenn wir zum Beispiel solche Sachen wie Pflegemangel registrieren müssen, ja, dass auf Wünsche von Patienten nicht eingegangen sind, dass Leute zu viel operiert werden, ganz häufiges Phänomen immer noch, ja, bei Schmerzerkrankten zum Beispiel wird viel zu viel immer noch leider in Deutschland operiert, ja, da wäre eine psychosomatische Evaluation und Behandlung vorher viel sinnvoller gewesen. Also es gibt die Grenzen auf jeden Fall, ja. Aber sozusagen, also es gibt unglaublich viele Leute, die sich für Medizin interessieren, für Psychosomatik interessieren, für soziale Arbeit, für Kunst, ja, als erweiterte Kunst, ja, als sich erweitern, die Welt erweitern, die Wahrnehmung erweitern, die Möglichkeiten erweitern. Das heißt aber auch, ja, ich lasse es jetzt mit dem Apfel, ja, den Körper erweitern, ja, weil das habe ich von Ture von Uexküll gelernt, ja, das wird alles verkörpert, die ganze Luft, ja, und wenn die dreckig ist,
dann haben Corona, ja, ich habe immer noch die Stimme, wenn Sie genau hinhören, ist heiser, ja. Ich leider das Post-Covid, ich sage es ja nicht, ja, aber das ist erst seitdem ich Corona hatte, ja. Ich habe schon etwas mehr Respekt da hinterher mit der Bewegung mit diesen Parasiten, ja, und das ist auch eine Grenze. Die Natur ist eben Lebewesen und Steine können manchmal ganz schön gefährlich sein. Es geht ja hier auch um den Steinbruch, der hier runterkommen soll, ja, der abgesichert werden muss, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, damit die Fundationen, die Häuser nicht gefährdet werden. Ja. Also es gibt immer die Grenze. Ja. Noch eine andere Frage? Ich habe auch noch eine Frage. Mich hat dieser Satz interessiert, den Sie gesagt haben, wir müssen die Psychose betreiben, in der wir schon leben. Wie ist das gemeint gewesen? Also ich hab da einen ziemlich schnellen Gedankensprung gemacht, den Sie fein erkannt haben. Ja. Ja? Also die These von Uri und den Antipsychiatern war, wir dürfen die Patienten nicht mehr als Objekte betrachten, sondern als Subjekte. Ja? Und das ist auch ein ganz tiefer Begriff, der in den künstlerischen Ausbildungen, ja, also ich muss mit dem Gegenüber in eine lebendige Beziehung treten, ja, also mit der Stimme zum Beispiel heute Morgen, dass das quasi wie ein eigenes Subjekt war, die Stimme. Also wir müssen, um mit den Psychotikern in einen Kontakt zu kommen, selber sozusagen wissen, wie das geht oder ahnen, wie das geht, uns einfühlen können, uns in Kontakt damit bringen, ja, das heißt, ja, wie psychotisch werden, ja, weil sozusagen, wenn sie interagieren, beeinflusst sie das natürlich auch. Ja? Das heißt, ja, wenn der andere in der Psychose ist, müssen sie sich davon auch beeinflussen lassen, sonst kommt ja überhaupt kein Kontakt zustande. Und dann habe ich den Sprung gemacht zu unserer Weltsituation, weil mich das wirklich betrifft. Ja? Ich habe zwei leibliche Kinder und dann in der neuen Familie sind auch noch 5 Kinder. Ja? Wo geht der Laden hin? Ja? Und müssen wir nicht diese psychotischen, dissoziativen Vorgänge, der wir leben. Ich würde nicht sagen, wir leben in einer Psychose, sondern ich würde das genauer spezifizieren. Wir leben in einem sehr dissoziierten, das ist ein anderes Krankheitsbild, ja, der bei psychotischen auch vorgegeben ist, in einer sehr dissoziierenden, partialisierten Welt, ja, die aber hohen Einfluss hat, wo eine hohe Traumaenergie ist. Ja. Das Leben-Tod-Thema ist eben sehr aktiv. Und wir müssen uns der Sache stellen, mehr wollte ich damit nicht sagen. Also wir müssen quasi wie ein Psychotiker werden oder wie ein Kranker, weil die Welt auch kranke Anteile hat. Also hat das wieder mit dem Schlangenritual... Also ja, hat muss das ich das denn noch sagen? Ja. Also ja, geht es also, um Mimesis sozusagen? Geht es um Mimesis und Bannung von dem, was uns bedroht, indem wir es nachahmen? Oder also ist, hat es damit etwas zu tun? Ich finde das einen sehr einleuchtenden Bezug. Ja? Also der eben mit der Schlange, mit dem Blitz und vor allem der Blitz ist ja nur dazu da, weil das Wasser fehlt. Ja? Also da ist eine Not, ja, und mit dieser Not müssen wir uns gemein machen, ja, also klein werden in dem Sinne, ja. Applaus